Hallo meine Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Star Wars Old Republic. So, wir stehen ja jetzt noch hier und machen die Planetenquest weiter. Da soll ich mal den Captain Granta konfrontieren, das werden wir nochmal machen. Aber erstmal müssen wir uns durch diese, was auch immer, die Dinge sind, hier durchkämpfen. Zurück! Muss ich jetzt eigentlich hin? Komplett hier durch. Ich spüre das. Nein, ihr müsst es mir sagen. Verletzt meine Freunde. Das ist ein ganz schön weiter Weg. Nicht nachgeben. Ja.
So, bin ich jetzt auch auf dem richtigen Weg? Ja. Scheiße, wo bin ich denn hier reingeraten? Ne? Ach, du grüne Neune. Okay, so. Alles klar, wo geht es hier hin? Also ich fresse sie wie eine Menge Schaden. Oh!
So, ich glaube, ich muss jetzt hier hoch, ne? Ja. Ja, alles klar. Dann wollen wir rein in die gute Stube. Gratuliere, ihr seid drin. Habt ihr mal darüber nachgedacht, was als nächstes kommt? Coronet Shipping untersteht meinem Kommando. Ihr mögt unsere Verteidigung überwunden haben, aber an meinen Leuten kommt ihr nicht vorbei. Ich habe eine Spur gefallener Leute hinter mir gelassen. Es wäre klug, euch zu ergeben. Wenn ich Überlebende dulden würde, würde ich euch dasselbe raten. Draußen waren die Tunnel euer Fluchtweg. Hier drin gibt es keinen Ausweg mehr. Die Neutronenemitter zu zerstören, bringt euch nicht weiter. Wir haben noch andere Wege, die Republik unter Kontrolle zu halten. Egal, wie viele Tricks das Imperium anwendet, ich werde sie aufhalten. Ihr werdet nur eine weitere Leiche sein. Das ist alles. Befehle, Sir? Zeigt der Republik, wie das Imperium mit seinen Feinden umgeht. Gut. So, dann wollen wir mal. Wene buna na de, te he ya yang kwen kong baba he. Une wa sa fu se, le kuna ba la, una ka ba sa ma lo chu ba la. Ich muss mich nur mit General Aves in Verbindung setzen, um Anweisungen zu erhalten. Captain Granta ist tot, General. Wir sind bereit, die Neutronen in Mitte auszuschalten. Negativ. Imperiale Soldaten steigen gerade in die Raketenbahn. Sie wollen uns aufhalten, bevor wir ausrücken können. Wenn die Imperialen heftig genug zuschlagen, haben wir niemanden mehr, den wir schicken können. Wir müssen sie mit den Neutronen-Emittern ausschalten. Paketo kakowata je lawa kane he kwaba he kohasama nehuame. Yale moha koko anaha gwehe meje. Wir können keine unschuldigen Leute töten, nur um einen schnellen Sieg zu erreichen. Dann müssen wir sie auf die altmodische Art und Weise besiegen. Hoffen wir, dass uns diese Schlacht nicht den Krieg kosten wird. Mekuse weha rabe hine ne tegelokwe ne neute me. Also dass Nadja Krell dagegen ist, das wundert mich jetzt. Botega se su faka un pukwasha na maloko suntre. Okay. Bericht mit General. Gut, das ist natürlich jetzt der Bonus, ist das natürlich nicht. Krieg jetzt nicht mehr, aber ist egal. Genug Geschisse. Ihr habt es herausgeschafft. Wir waren auch nicht untätig. Bei Coronet Shipping herrscht immer noch Chaos, aber die Raketenbahnen laufen wieder.
In diesen Zügen waren mehr als 2 Dutzend Zivilisten. Dank euch konnten schon viele den Planeten verlassen. Ich wäre glücklicher, wenn einige geblieben wären, um uns zu helfen. Wir haben im ganzen Sektor Leute und Ausrüstung verloren. Wenn wir die Neutronenemitter eingesetzt hätten, wären wir auch nicht besser als das Imperium. Ich schätze, ihr habt recht. Skrupellose Siege sind eher deren Metier. Das Wichtigste ist, dass wir jetzt Zugang zu den Raketenbahnen haben. Wir leiten schon Truppen und Vorräte an Stützpunkte der Republik auf ganz Corellia weiter. Aber das Imperium macht es uns nicht leicht. Sobald unsere Truppen die Raketenbahnen verlassen und in Bodentransporter umsteigen, werden sie nicht mehr gesehen. Wir sind nicht sicher, wie das Imperium sie abfängt, aber wir haben von jemandem gehört, der glaubt es zu wissen. Ratsmitglied Belos, vom selben korallianischen Rat, der dafür gestimmt hat, dem Imperium beizutreten. Das war ein Fehler. Die Republik wird Corellia befreien und ich will dabei helfen. Die Entscheidung des Rats war einstimmig. Warum habt ihr eure Meinung geändert? Halb Corellia liegt in Trümmern. Der Senat verurteilt uns, die Leute rebellieren. Das ist schlecht fürs Geschäft. Und das Geschäft ist schließlich alles, was zählt, nicht wahr? Ich erwarte nicht, dass ihr mir vergebt. Aber ohne meine Hilfe wird eure Verstärkung das Tal der Arbeit niemals passieren. Eure Leute verschwinden, sobald sie in Gleiter umsteigen. Das Imperium setzt Droidenprototypen ein, die jedes Kurzstreckentransportmittel erledigen können. Wo hat das Imperium diese Technologie gefunden? Sie haben sie nicht gefunden, sie haben sie entwickelt. Sie haben die besten Wissenschaftler und Techniker von Corellia zusammengetrieben und an die Arbeit gesetzt. Meine Assistentin Dina Beha hat Nachforschungen über die Droiden angestellt. Ich habe sie angewiesen, euch im Tal der Arbeit zu treffen. Darf sie mit euch rechnen? Wir nehmen jede Information, die eure Assistentin uns geben kann. Ich sollte wieder zurückgehen, bevor man mich vermisst. Wenn ich noch etwas erfahre, das euch helfen könnte, werde ich mich melden. Wenn das eine Falle sein sollte, werden wir es bald wissen. Nehmt die Raketenbahn ins Tal der Arbeit und findet diese Dina Beha. Wir müssen die Droiden aufhalten. Okay, ich beende jetzt den Part. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, dann gerne ein Abo und seid das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.